viel gelacht. Seit 100 Jahren wird es schon gemacht. Oma und der Opa haben's gern gesehen. Und heute wird es ganz wie früher gern gesehen. Warum schauen wir nicht in die Vergangenheit? Den Ursprung von Humor und Fröhlichkeit. Es wird noch bewundert, wie vor dem Jahrhundert bei der ersten Show Klimbim. Und jetzt bitte Film ab. Wir schreiben das Jahr 1873 und das Ereignis des Jahres bringt alles auf die Beine, was Fliegen, Reiten, Laufen, Schwimmen und was nicht reiten kann, um das zu erleben, was man schlicht und einfach Klimbim nennt. Tausende wollen dabei sein bei der Weltpremiere, bei der ersten Sendung von Klimbim. Leider gibt es gleich zu Beginn der Sendung die erste technische Störung. Der Funkturm bricht schallend zusammen. Und bedauerlicherweise hält auch der sofort notdürftig errichtete Ersatzturm nicht das, was er verspricht. Ja, das ganze Streckennetz kommt ins Wanken. Doch dann geht's endlich los mit Klimbim ohne Grenzen. Das Trainingslager von Klimbim. Hier werden alle Mitwirkenden schonend auf die nächste Sendung vorbereitet, denn diesmal soll es wirklich klappen. Ingrid Steger und Dieter Augustin spielen die Hauptrollen jener Story, die dann 100 Jahre später noch einmal erfolgreich verfilmt wird. Die Love Story. Den Schmerz über das frühe Dahinscheiden der Geliebten spielt Dieter Augustin so ergreifend und überzeugend, dass diese Interpretation von Traurigkeit Geschichte macht. Seitdem wird in ernsten Stücken nur noch mit Torten geschmissen. Klimbim hat eine neue Ära eingeläutet. 50 Jahre danach segelt Klimbim bereits in die 500. Sendung. Grund zu einer Champagnertaufe. Aber Elisabeth Volkmann kriegt die Flasche nicht auf. Das Orchester versucht, diese peinliche Situation zu überspielen. Da ist es geglückt. Und der Start frei für die nächsten 50 Jahre von Klimbim. Viel Spaß. Aber es geht trotzdem weiter. Und zwar bis heute, bis 1973, zu unserer 1000. Sendung. Heute fängt die nächste Serie an. Und hoffentlich hat jeder Spaß daran. Denn wir wollen, dass es immer weitergeht. Auch wenn das Jahr 2000 vor der Türe steht. In der Sendung gibt's ein Ziel und das ist klar. Die Welt braucht mehr Gelächter jedes Jahr. Setz dich hin und kicher, langsam aber sicher. So ist unsere Show Klimbim.
Na, endlich. Ja, ja. Deine Tochter besetzt seit Stunden das Bad. Wieso meine Tochter? Ist ja auch deine Tochter, nicht nur meine Tochter. Also gut, unsere Tochter. Also, unerhört, schon wieder knochenhart. Weil ihr alle immer kleckert. In einer sauberen Wohnung gibt's nur harte Eier. Ich sag, Herr Dolliver, nur rohe Eier geben Kraft. Vollkommen unklar, warum Onkel Eiervorteile genießt. Das ist ja spitze. Top ist das. Kreuzspinnen, Vogelspinnen für Dammler. Nur 38 Mark das Stück. Gleich nach der Penne fahre ich hin. Gabriel, ich bitte dich. Scheiße, schon wieder kein Kommissbrot. Na, was ist denn? Jetzt pudel dich nicht so auf, Großvater. Was ist denn so ein kleiner Skorpion gegen die Schlachten, in denen du Kraft hast? Oder an deinen Bruder soll endlich mal deutsche Muttersprache lernen. Schande für die ganze Familie. Und nun zu dir, Kerl. Ich habe gegen die Franzosen gekämpft und nicht gegen solche Mistviecher. Armer Charlie, die ganze Familie ist gegen dich. Da wird er mir schlecht. Hättest du nicht die ganze Nacht durchgesoffen, Onkelchen, wäre die auch Gabriele. Nicht schlecht. Gabriele! Ich heiße Gabi. Verdammt nochmal. Schluss jetzt mit diesem Theater. Opa, du spielst dich nicht immer so auf. Und du, Onkel Poldi, auch wenn du mein Schwager bist, in meinem Hause benimmst du dich. Und Gabilein, gell, du kaufst keine Vogelspinnen mehr. Theater. Heute Abend gehen wir ins Theater. Scheiße gehst du. Wetten? Kind spricht wie ein Soldat. Diese Familie macht mich doch mal wahnsinnig. Wäre ich doch schon im Büro. Ich möchte nur noch im Büro sein. Ich möchte immer im Büro sein. Ich möchte mein ganzes Leben im Büro sein. Eines Tages bringt mich diese Familie noch ins Grab. Den zweiten Teil unserer Familienserie Die Krimpels sehen Sie am nächsten Samstag, genauer gesagt in circa 6 Minuten. Da muss ich ja noch Text eingeben. Meine Damen und Herren, wir freuen uns ganz besonders, unseren nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Sie kommt aus Amerika, wo sie als Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin großen Erfolg hat. In Film und Fernsehen, auf Schallplatten und in Nightclubs von Las Vegas bis New York. Und nebenbei ist sie auch noch süß. Miss Joy Heatherton. Freuen Sie sich, dass Sie heute Abend in Klimbim sind? Ja. Und gefällt Ihnen Deutschland? Besonders die Männer, ja? Ja. Besonders einer, der gerade neben Ihnen steht? Ja. Finden Sie nicht, dass ich nicht nur blendend aussehe, sondern dass ich auch noch viel mehr Talent habe als alles andere, was Sie jemals in Ihrem Leben gesehen haben? Ja. Na, hör dir das mal an, Bücher, was Sie für nette Dinge über mich sagen. Ja. Endlich habe ich ein Mädchen gefunden, das immer nur Ja sagt. Du, sag mal, wie wär's denn, wenn wir heute nach der Show zusammen... Nein. Schade, mein Junge. Offensichtlich kennt sie mehr als ein deutsches Wort. Oh. Miss Joy Heatherton liebt mich nicht. Meine Damen und Herren, Miss Joy Heatherton. Walking off, look at me, the play. Well, you can have it your way. Been there one time, been there two times, been there three times, more than I care to say. Oh, we're gonna be okay. Kiss Chikumi. Life is good, life is fine, life is warm, life is kind, can you see it? Love is gray, love is red, keeps you warm late at night when you need it. Baby boy, mama's joy, life's a toy, but you don't wanna break it. Like a sweet symphony, all you need is the key, you can play it. Been there one time, been there two times, been there three times, more than I care to say. Oh, we gonna be okay. Kichigumi. You and me gonna make it through. Kichigumi. Oh, we gonna be okay.
at the bottom of a well and can't get out of a stew. Do something to perk yourself up and change your attitude. Give a check to your tie, put a crease in your pants, and if you really want to feel fine, give your shoes a shine. When there's a shine on your shoes, there's a melody in your heart with a singable happy feeling. A wonderful way to start to face the world every day with the deedly-doo-da-da. Little melody that is making a worrying world go by. When you walk down the street with a happy go lucky beat, you'll find a lot of what I'm repeating. And when there's a shine on your shoes, there's a melody in your heart. What a wonderful way to start the day. There's a shine that you get in the barber shop. There's a shine that you get in the Pullman car. There's a shine that you get in the pool room. There's a shine that you get in the school room. Well, it doesn't matter where you get it. It'll do a lot of good if you let it. A little bit of promise will about your father in you. Well, there's a shine on your shoes, a melody in your heart. Well, a wonderful way to start the day. Guten Tag.
auf. Ja, das auch. Name, Alter, Beruf? Piep, Astronaut. Roger. Letzter Arbeitgeber? Piep, Grex. Weltraumbehörde? Also NASA. Roger. Over. Kündigungsgrund? Ist die NASA pleite oder liegt das an Ihrem komischen Sprachfehler? Piep, das ist kein Sprachfehler. Piep, Roger. Also gut, dann ist die NASA pleite und Sie haben keinen Sprachfehler und das Piepsen ist eine Berufskrankheit. Was haben Sie gelernt? Piep. Ja, nicht Piep, ich meine beruflich. Spazieren gehen. Das sowieso. Im Weltraum natürlich. Over. Also ich sehe schon, Berufsausbildung keine. Doch, Piep, Roger. Jetzt mal im Ernst. Jeder Beruf braucht doch heute ein gerüttelt Maß an Qualifikation. Roger. Richtig. Also schauen wir mal von vorne an. Wie sind Mondlandungen? Piep. Keine, wir waren noch nicht dran. Roger. Ja, meine Herren, so geht es nicht weiter. Sehen Sie mal, da kriegen Sie nicht mal einen Job im Werbefernsehen. Haben Sie nicht sowas wie Abstürze, Scheidungen, Affären? Nein, over. Da kriegen Sie nicht mal einen Aufsichtsratsposten. Piep, Roger. Angenehm, Willi. Roger, over. Ja, also, dann wollen wir schauen. Hier, Deutschlehrer an einer Grundschule, das wäre doch was. Nicht schlecht. Piep, Roger. Piep, Roger, Piep, Roger, also Piep, Roger, das ist zu wenig. Das kennt heute jedes Kind vom Fernsehen, nicht? Mondlandung, das war ja auch schließlich mal sehr populär. Ja, wie wär's mit Taxifahren? Geht nicht, Piep. Ja, wieso nicht? Wir kennen nur die Milchstraße, over. Ja, aber hier unten kennt die keiner. Piep, Roger, over. Aber vielleicht Hochseilakrobat. Nicht schlecht, Piep, Cracks. Nein, geht nicht, bin ich schwindelfrei, over. Schwindelfrei. Piep, ah, jetzt, ach, jetzt hab ich's, das ist prima, jetzt, das ist genau das, was ich für Sie da habe. Facharbeiter für Steinbruch gesucht. Das haben Sie gelernt, das können Sie, Mondgestein und so weiter. Nur in schwerelosem Zustand, in luftleerem Raum, over. Hier unten sind wir nicht kräftig genug, also over. Hier unten sind wir nicht kräftig genug, da oben sind wir nicht kräftig genug, zu was Sie zu gebrauchen. Sie sind ja total überzüchtet. Thanks. Over. Ja, Piep, müssen Sie denn immer das letzte Wort haben? Wir machen Sie doch nicht so einen Krach. Cracks. Cracks. Piep. Roger. Roger, over Cracks. Nein, meine Herren, Roger. Nicht mein Herr Roger. Piep, auch nicht Piep. Meine Herren, Piep, Sie sind Cracks. Nicht zu gebrauchen. Cracks. Sie Cracks. Müssen stempeln gehen. Piep. Roger. Over. Out. Roger. Over. Out. Piep. Roger. Over. Out. Piep. Roger. Over. Out. Piep. Roger. Over. Out. Und jetzt, meine Damen und Herren, habe ich das Vergnügen, Ihnen einen der größten Komiker aller Zeiten ansagen zu dürfen. Ein Mann, der die große Tradition von Buster Keaton, Charlie Chaplin und Hans Knacksenklauber lebendig erhalten hat. Es ist kein anderer als Jerry Lewis. Was? Jerry Lewis? Du Mann! Jerry Lewis ist hier! Mensch! Annalisa, Jerry Lewis ist hier! Die Stimme meiner großen Liebe, Fritz! Jerry Lewis ist hier! Klasse! Jerry Lewis ist hier! Jerry Lewis ist hier! Wer ist Jerry Lewis? Dummkopf! Ich bin Jerry Lewis! Jerry, we are so happy that you are visiting us in Germany. Er sagt, Jerry, wir sind so froh, dass du uns in Deutschland besuchst. Oh, I didn't know you spoke German so fluently. Er sagt, ich wusste nicht, dass du Deutsch so fließend sprechen kannst. Jawohl, so fließend. Jerry Lewis ist hier.
Ha ha ha!
Sie doch ein vernünftiges Bild. Welcher Trottel ist denn da an der Kamera? Hören Sie denn nicht? Wir brauchen den Kopf der Sängerin und zwar ganz, nein, tiefer, tiefer, weiter nach links, tiefer. Haben Sie Sand in den Ohren? Einen Ausschnitt. Nein, nicht den, nicht den. Einen sauberen Bildausschnitt brauchen wir, Mann. Sagen Sie mal, schielen Sie! Wenn er kommt, dann schreit er. Fällt in den Raben, fällt in die Raben. Ist ein Irrfall hier im Höhlborn. Jemand verletzt? Es ist 23.47 Uhr. Wann ist das passiert? Letzte Woche. Montag. Die nächste Folge unserer beliebten Familienserie sehen Sie in wenigen Minuten. Ich liebe den euren Stickelpuchs, obwohl ich bei seinen Pickeln stutz. Ich liebe den euren Stickelbrot. Also meiner Söh, in dem Haus dran auch schon alle durch. Jetzt kann ich mir meine Hosen schon selber bügeln. Aber das ist das erste und das letzte Mal, das sag ich euch. Jolante! Jolante! Ja, was ist denn los? Schrei doch nicht so! Warte mal, wen ich eben getroffen habe. Na, wen denn? Ja, erinnerst du dich nicht mal an die Zeit, als wir frisch vermählt waren? Ach, das ist doch schon so lange her. Weiter? Ja, wir hatten doch diese kleine Mietwohnung, die Bruchbude. Und das Paar von nebenan. Ach so, du meinst die, die immer morgens zum Frühstück kamen und ein paar Löffel Zucker abstauben? Ja, und wir staubten dann die Steaks ab. Ja, und die dafür eine Prise Salz. Ja, dann staubten wir die Eier ab. Und als sie die Papierservietten abstauben, staubten wir den Champagner ab. Ja, jetzt höre ich. Nette Leute. Also vom Abstauben hatten sie keine Ahnung, aber nett waren sie. Ja, das kann man sagen. Nett waren sie. Gleich vorbeikommen. Sie wollten nur noch schnell seine Mutter begraben und dann auf den Sprung zu uns. Sieht sie denn immer noch so gut aus wie früher, oder? Oder ist sie noch hässlicher geworden? Ach nee, ich hab sie eigentlich gleich erkannt. Hier ist noch Tonic, ist noch das Kohle, aber kein Champagner mehr. Dann hat dein Bruder Poldi wieder ausgesorgt. Also du reit doch nicht immer von Poldi herum. Jo. Ja, er wohnt in meiner Wohnung, er lebt von meinem Geld, er frisst sie auf meine Kosten voll und er sauft auch noch ein Champagner aus. Jo. Sag mal, Max, erinnerst du dich denn noch, wie die beiden hießen? Ich hab die Namen völlig vergessen. Ja, nee, die hießen, nein, und die hatten doch einen Namen. Natürlich hatten die Namen. Ja, die hießen so ähnlich wie Müller oder Schüller, nee, Knüller. Nee, sowas wie Hummelmeier. Nein, nicht so ähnlich, so ein bisschen stärker, so Hammerschläger. Oder? Oh, kannst du doch gleich Fatzenkraut sagen. Der Puffenheimer. Oh, der Lederfatzen. Der Glatzenrein, ja. Der Glatzenhofer. Der Glatzenhofer. Der Glatzenklauber. Glatzenklauber. Vielleicht fällt er dir ein, wenn du sie siehst. Los, 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 los. Der
liebe Max. Die liebe Jolante. Kommt herein, ihr. Guten Tag. Na, dann kommt mal rein. Also, ihr habt euch ja überhaupt nicht verändert. Ihr seht ja aus wie früher. Also, wie früher. Naja, wir sind vielleicht ein klein wenig empfindlicher geworden. Ja, also dann setzt euch mal gleich auf die Couch, ne? Ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass wir noch bei euch vorbeigekommen sind. Ja, wir auch. Möchtet ihr gerne was trinken? Ja, so wie damals in eurer alten Wohnung. Da gab es immer Champagner für Lotte und Wilhelm. Lotte und Wilhelm. Habt ihr Lotte und Wilhelm seit damals wieder gesehen? Eigentlich nicht. Nein, die nicht. Ich finde, wir sollten zur Feier des Tages ein Glas Champagner trinken. Ja, so ein kleines Gläschen Champagner wollte ich eben vorschlagen, aber bei uns, der Onkel Poldi, der trinkt immer alles. Das macht überhaupt nichts. Ich habe eine Flasche mitgebracht. Der traurige Rest einer fröhlichen Beerdigung. Ach, ich sehe noch immer das Bild von mir. Vier unzertrennlich. Max, Jolante, Kurt und Liesel. Kurt und Liesel. Schade, dass die beiden jetzt in der Schweiz wohnen, nicht? Die beiden wohnen jetzt in die Schweiz. In der Schweiz, ja. Das geht in Ordnung, ja. Nimm dir doch ein Glas, Greta. Greta! Meine beste Greta, meine alte Freundin. Prost auf Jolante. Und auf Max. Und auf Greta. Und auf ihn. Hans, schau doch, sind die beiden nicht Hans, süß? Hans, ja. Ja, und deswegen trinken wir noch mal auf die vier Musketiere. Jolante, Greta, Max und Hans. Prost. Prost. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Angst gehabt, ihr hättet unsere Namen vergessen. Oh, wir vergessen doch keine Namen. Nein, so ein Quatsch, also, lange nicht mehr. Das ist so ein Blödsinn, wir vergessen doch keine Namen. Nie, obwohl, wir müssen gestehen, also den Familiennamen, den haben wir vergessen. Na logisch, das kann sich auch keiner so leicht merken. Knaxenklauber. Ja, Knaxenklauber ist auch Folge unserer Familienserie Die Klimbims sehen Sie in wenigen Wochen. Thank you.
Mehrheit lügt, wenn sie den Mund aufmacht. Mädchen tragen heutzutage ihre Brautkleider kürzer und öfter. Wir wissen, wo Helmut Schmidt rechnen gelernt hat, aber wir verraten es nicht. Was muss ich dir geben, um einen Kuss von dir zu bekommen? Chloroform. Eigentlich ist ein Volljurist nichts anderes als ein betrunkener Amtsrichter. Ich komme aus einer sehr armen Familie. Vater war arm, Mutter war arm, Chauffeur war arm, Kindermädchen war arm, Koch war arm, Koch war arm, Portier war arm, Hausmeister war arm, Gärtner war arm, Butler war arm. Jerry, Jerry, besetzt. War arm, Butler war arm. Wer war arm? Oh, Koch war arm. Portier war arm, Hausmeister war arm, Gärtner. Was ist ein Hausmeister? Don't ask me.